Sometimes I slide away. Ist eigentlich nur ein Test für die Aufnahme. Mal schauen, ob ich mir eine MP4-Datei drüber ziehe, über meine Recordings. Vielleicht geht das besser als mit meinen Studio 4-Aufnahmen. Mal schauen, ob die Qualität besser ist, will ich sagen damit. Mal schauen. Ja, ich schätze, ich werde jetzt mit OBS anfangen, auch mein Audio aufzunehmen. Da die Qualität besser ist als in der DAW, wo man Musik erstellt, muss man sich mal erst überdenken. Das Gratis-Tool nimmt bessere Audio auf, was bessere Plugins wie Rauschunterdrückung und Expander ziemlich gute Arbeit macht, damit meine Atemgeräusche rauszufiltern, was vielleicht schon das Wichtigste ist für mich, weil ich immer gemerkt habe, dass ich in meinen anderen Aufnahmen zu viel atme, zu stark atme. Und das stört mich sehr viel. Ja, wir sind auf Nummer Nummer übrigens. Es gibt einen kleinen Flammenwerferkummer auf Nummer Nummer, kleiner Flammenwerferkummer. Sehr, sehr guter Anfang für ein Lyrics Rap Verse, das ich euch erspare, weil es wahrscheinlich eh nur schlecht wird. Mir und euch wird schlecht dabei. Aber Nummer Nummer läuft irgendwie immer gleich ab. Ich decke mit der Ithre Burst die langen Flanken und die Mitte ab und rushe mit der Shotgun durch die zwei kleinen Bunker rechts oder links und viel mehr geht eh nicht. Ah, ich finde einen Bren mit einem großen Magazin sogar. Ja, 53 Schuss ist groß für ein LMG. Nur weil ich es gerade sehe, das LMG mit 53 Schuss. Ein LMG bis Level 70 und 80 zu leveln, damit man ein Magazin hat, das LMG würdig ist, finde ich schon ziemlich schwach. So mit den Anfangs-LMGs, die so um die 30, 40 Schuss haben, da hat jedes SMG größere Schussanzahl und du ladest viel länger nach mit den LMGs als mit den Sturmgewehren und SMGs. Ob mein Bildschirm wurde schwarz. Gehört anscheinend zum Gameplay dazu, passiert zwischendurch. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich im Hintergrund aufnehme, dass da kleine Störungen gibt. Als Kingslayer passiert das schon manchmal. Rubber Grip, den brauche ich zum dranrubbeln. Dafür ist die Waffe gut, wenn man Burst schießt. Ha. Ich glaube, ich hau mir gleich den Flammenwerfer auch rein, weil ich schon wieder nur 8 Schuss habe. Ha. Nein, ein Bunker-Push kommt jetzt. Cool. Mal schauen, ob meine Wasseraufnahmen auch drinnen bleiben im Recording. Da ist der Flammenwerfer. Coole Sache. Ja, da haben wir schon ein paar Kills. Sterbe ich auch da sofort? Weil ich kann mich nur erinnern, dass er nicht lang geblieben ist. Ich glaube, auf der anderen Seite vom Bunker sterbe ich. Renne durch Flammen, renne durch Granaten, das ganze Team ist dort und der Flammenwerfer ist weg. Weltrekordszeit, gute 15 bis 20 Sekunden und dann wird gleich danach nochmal gestorben. Ich glaube, jetzt fange ich ihn ab. Ja, mit der Crazy Automatico, meine Erzfeind Shotgun. Da war sie auch noch nicht auf Gold oder Diamant. Es ist schwer mit ihr zu spielen. Man muss so viel freischalten, damit man sie spielen kann. Und es ist hauptsächlich, was kann man runtergeben, dass sie, und welches Magazin überhaupt, dass man das Schnellfeuer hat, damit man wen killen kann. Ihr seht es gerade, ich tue mir gerade überhaupt schwer, dass ich Schüsse rausbringe in der Reaktionszeit. So viel Wasser getrunken. Das Dog-Stamina ist noch nicht da, dass ich 5 Minuten reden kann, ohne Wasser zu trinken. Ich trinke sowieso sehr viel, 4 bis 5 Liter, glaube ich, am Tag. Und das ist für mein Körpergewicht extrem viel. Aber ich merke, dass ich ziemlich schnell austrockne. Mein Mund, meine Lippen. Deswegen ist Commentary. Wahrscheinlich werde ich eher Playthroughs anzielen, wo ich nicht viel reden muss. Elex ist geplant, keine Ahnung, wann dieses Video, was ich jetzt gerade aufnehme, rauskommen wird. Horizon ist schon am Weg. Das kleine DLC-Playthrough. Bin mir nicht, noch immer nicht sicher, ob ich das große neue Spiel, den zweiten Teil Forbidden West, überhaupt anzocken werde.
überhaupt nicht ohne mich zu verreden, was gerade die ganze Zeit vorkommt. Anscheinend kriege ich das nicht raus. Gut, dass ich YouTube mache, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, mich nicht zu verreden. 7 Schüsse, die Gracie hat gar nichts gemacht, die Hydra auf kurze Distanz hat fast mehr Arbeit erledigt. Und das fette Chaos in der Mitte da, deswegen renne ich den Weg nicht so gern. Aber ich kämpfe mich wieder auf diese Seite entlang. Ja, und schieße mir auch den Weg frei. Brauche mehr Wasser, ich merk's. Ich gehe schon ein. Ein 7 Minuten Gameplay. Na, nicht mal 7 Minuten, 5 Minuten noch immer zu viel. Der Hund wird weggeschossen. Ja, Talking Stamina. Irgendwann werde ich es brauchen. Ich weiß nicht, wie ich das beim Spielen, während dem Spielen besser hinkriege. Aber wenn ich mir das Gameplay so anschaue und dann auch überlegen soll, was ich rede und über was ich reden will, funktioniert das noch schlechter. Also unterbewusst reden funktioniert besser, als wenn ich gezielt rede. Wenn Reden das primäre Ziel ist, versage ich schnell. Man kennt's. Hopp. Ja, sobald sie mich reinrutschen oder mich küssen im Spiel, dann war es das schon mit dem Shotgun-Ziel. Ich kann das Spiel auch umbenennen, dass die Aufnahme auf ich verrede mich alle 5 Sekunden würde auch gut funktionieren, bevor das Spiel zu Ende geht. Ist anscheinend mehr Kummer als nur Flammenwerfer-Kummer da. Es ist Gracie-Kummer da. Gracie-Kummer geht immer gut. Da ist viel Kummer bei der Waffe zu leveln. Sie ist geglitscht bei mir. Deswegen habe ich sie auf Gold und Diamant bekommen. Ich habe gar nicht die Anzielfertigkeiten Challenges fertig machen müssen. Ja, aber wir sind hier zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Ich sterbe nicht mehr. Und tschüss.